Das Rote Kreuz ist jedes Jahr auf der Suche nach Zivildienern, die 9 Monate lang bei der Rettung arbeiten. Aber auch für junge Frauen gibt es mittlerweile die Möglichkeit, hier ein sogenanntes freiwilliges soziales Jahr zu leisten. Das freiwillige soziale Jahr ist ein Angebot, das das Rote Kreuz auch bietet. Da können sich Damen zur Rettungssanitäterin ausbilden lassen und dann auch im Prinzip die gleiche Tätigkeit wie ein Zivildiener absolvieren und eben im Dienste vom Roten Kreuz dann ein Jahr arbeiten. Damit das Gesundheitssystem aufrechterhalten bleibt, braucht es immer genügend Zivildiener, denn sie spielen eine besonders wichtige Rolle im Rettungswesen. Wir würden das nur mit beruflichem Personal alleine nicht mehr stemmen. Und die Zivildiener sind natürlich und die freiwilligen Sozialjahr sind eine wichtige Säule vom Rettungsdienst und vom Dienst vom Roten Kreuz, weil das eben mit dem Personal alleine nicht mehr möglich wäre. Und ein Zivildienst beim Roten Kreuz zahlt sich auf alle Fälle aus. Man erlernt nicht nur viele wichtige Fähigkeiten, sondern hilft auch Menschen in Not. Naja, ich mache den Zivildienst beim Roten Kreuz, weil ich eben was machen wollte, was ich dann im Generellen im Leben brauchen kann und weil mich das halt sehr interessiert. Also mir gefällt es sehr gut und ich würde mich wieder so entscheiden. Die Einrückungstermine in der Bezirksstelle in Bruck sind jeweils im Jänner, April, August und im Oktober. Wer hier seinen Zivildienst oder das freiwillige soziale Jahr ableisten möchte, kann sich direkt bei der Dienststelle melden.